Willkommen zur ersten Folge von Right Set. Yeah. Jungs, wir sind gerade in Zürich, wie ihr sehen könnt. Und ja, willkommen. Wir fahren jetzt ein bisschen herum, machen ein paar Shots. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie das ausgehen wird, wie die Qualität ist, aber ich hoffe jetzt einmal, dass alles passt. Und wenn alles so läuft, wie es sein sollte, dann werden auf jeden Fall öfters mal Videos kommen. Genau. Heute sind wir natürlich hier auf den Street Trial Bikes unterwegs mit meinem schönen 4Play. Und Raphael, was hast du für ein Bike dabei? Das ist mein Enduro. Schönes Enduro hast du dabei. Ne? Ja. Die Federgabel ist auch, also, ne? Also es ist schon krass. First set of the day, würde ich mal sagen. Jo. Und wieder runter, komm. Oh. Ja, das kann man mal machen. Easy. Fake Nose Manual. Oben anfahren. Bis zur Kante oben. Da. Und dann fake die Treppe runter. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin auf jeden Fall positiv überzeugt, dass es klappen könnte. Ja. Ah, close. No. Ah, lassen wir den zählen. Ja, ich weiß nicht so recht. Kann man das zählen lassen? Ja, komm. War ja nur ein Aufwärmen, ja, oder? Lass mal zählen. Next okay. Spot. Da hinten, vielleicht seht ihr es, hat so einen ziemlich großen Drop, eine große Kante. Und da versuche ich jetzt mal runter zu droppen. Ja. Ich versuche erstmal hier Bump to Manual, dann auf die kleine Kante da vorne mit dem Front drauf, dann Fake rausfahren und dann Fake Nose Manual to 180 Exit. Mal gucken. Sounds good. Ah, not again. Yeah. Den können wir doch gelten lassen. Uff. Anstrengend, dieser Hitze. Mein Gott. Dann würde ich mal versuchen, dasselbe einfach im Up-to-Back zu machen. Hier mit der Kante. Und dann ein 180-Pivot runter. Jo. Easy. Yo! Nice. Halt's Maul! Wir waren gerade ungefähr 15 Minuten am Aufnehmen und dann habe ich festgestellt, das Mikrofon war aus. Ziemlich dumm, ne? Passiert. Na gut, lassen wir machen. Bump die Treppe hoch und dann pivot runter oder irgendwie so. Mal gucken. Ja, dann mache ich jetzt noch einen geilen Pivot Drop hier, bisschen auffrischen. Ich bin zugegebenermaßen durch den Lockdown, sagen wir so, meine Pivots sind ein bisschen eingerostet. Also, let's go. Okay.
I ain't even got no options, I just hold it down. It's been a minute since I felt the way I do now. I can feel the groove now, right back in the pockets of these records like I used to be. The restless nights I stayed up, wondering will this pay off. Second guessing my first thought, we all gotta learn. But in return, I received a valuable lesson indeed. Patience is something that you need within this journey of life. Don't get it twisted at all, I dread y'all's negativity. My tendencies are A1, undeniable garçon. Unequivocal champion channeling positivity. Undisputable view of perfection through my soliloquies. I wish that you could see the shimmer. So Leute, wir sind jetzt hier an einem anderen Ort. Vielleicht kennt ihr diesen Spot, ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier war das erste Video, das ich jemals auf meinem Instagram gepostet habe. Wie gesagt, falls ihr mir da noch nicht folgt, dann könnt ihr es gerne tun. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich werde jetzt einfach hier mal so ein paar Lines fahren. Mal gucken, was sich über die Zeit so bei mir geändert hat. Und ja, ich werde die Cam einfach hinstellen und mal gucken, was so geht. Junge. Okay Leute, letzte Line für den Tag. Ich bin langsam müde und will jetzt dann irgendwann auch dann abziehen, aber erstmal hier noch eine kleine Line, und zwar hier auf dieses kleine Steinding hier ein G-Turn drauf, to backwheel down und dann einfach irgendwie wieder hoch und 180 pivot oder so runter. Scheiße. Oh nee. Das ist, ehrlich gesagt, irgendwie schwerer als erwartet. Krass, ich habe gemeint, das mache ich immer so in 2-3 Versuchen, aber anscheinend doch nicht. Jawohl. Ah. Leute, es ist geschafft. Ich fühle mich gerade ehrlich, als wäre ich irgendwie aus der Dusche gekommen. So sehe ich wahrscheinlich auch aus. Naja, die Links zu Instagram sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, also könnt ihr gerne vorbeigucken. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne eine DM schreiben. Und ich werde auf jeden Fall auch mein Bestes geben, damit ich da euch so schnell wie möglich antworten kann. Ich merke gerade, die Kamera wiegt so einiges, wenn man so das so hält, naja, da werde ich mich wahrscheinlich dann noch gewöhnen dran. Aber naja, wie gesagt, Leute, ein Daumen, Kommentar, das ganze schöne Zeug, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns einfach so bald wie möglich wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.